Hallöchen Leute, bin ich wieder, Conny von Paniku Zentrum mit einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed 2. Wir sind im Story-Modus, Sequenz 1, Erinnerung 10, Gefängniseinbruch. Im Normalfall hat man ja eher einen Gefängnisausbruch, ne? Aber wir brechen jetzt einfach mal ein. Oder kurz auf die Uhr gucken. Gut. So, in der letzten Folge hatten wir, in der letzten Aufnahme hatten wir ja unseren Vater besuchen wollen. Beziehungsweise wir sind von unserem Auftrag zurückgekommen. Haltet euch besser fern von den Wachen. Christo, bist du blind? Ein Wochenlohn in Trauben, Beeren und Birnen liegt jetzt im Dreck. Katzo. Ja, wie gesagt, in der letzten Aufnahme hatten wir ja Laufbursche gespielt, hatten zwei Briefe abgegeben, einen geholt, soweit ich weiß. Scheibenkleister. Geholt. Und, alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Jo, hatten dann ja. Wollten zurückkehren und als Überraschung war unser Vater nicht mehr da, unser Bruder wohl auch nicht und unser junger Bruder wohl auch nicht, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob der da war. Ja, wir hatten dann noch eine über die Rübe bekommen von unserer Haushälterin. Und warum? Weil sie gedacht hätte, wir wären ein Einbrecher oder ein böser Mensch, genau. Ja, wie gesagt, ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir so, finden werden. Warum wir... Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung. Hier oben darf niemand sein, weg! Oh, ja. Wir müssen jetzt hier mal gucken. Wir haben natürlich auch... Ich habe jetzt keine Waffe oder so. Komm, ich leg mich jetzt mal... Runter hier! Mist. Ich bin jetzt natürlich prinzipiell im... Oh, scheiße. Leju, halt! Merda! Nein! Ich sehe ihn nicht mehr! Nein! Leju! Nein! Oh, der ist runtergegangen. Sieht aus wie ein Hühnchen, das dem Koch entrinnen will. Ja. Runter da oder stirb. Der ist immer noch da. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, denn wir haben ja keine Waffen. Oh, okay. Okay. Das ist nur Geld. Okay, du hast mich wohl nicht gesehen oder wie auch immer. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Waffen. Wir sind im Moment nur ein stinknormaler Bürger, prinzipiell. Der wohl gerne an Felswänden hochklettert. Oder an Türmen. Ja, ich hoffe mal, dass wir hier nicht runterfallen. Jo. Und für die Leute, die dieses Spiel halt noch nicht kennen, wir werden, das heißt zwar Assassin's Creed, aber wir werden auch bald mehr mit zum Assassin. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sag mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter?
Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Datenbank aktualisiert. Giovanni Auditore. Gefängniseinbruch. Jo, dann hätten wir dies hinter uns. Aber wenn wir gerade hier oben sind, jetzt mal ganz ehrlich. Dann mache ich nämlich auch gerade da oben den Ausguck. Adler. Adler-Aussicht. Adler-Punkt, Aussichtspunkt, wie auch immer so. Denn, wenn wir gerade schon hier oben sind, habe ich das. Und von da oben kann ich bestimmt ganz easy irgendwo runterspringen. Jo, Kollege, bist du immer noch da? Nee, ne? Wie weit muss ich noch? Oh je. Also wenn ich hier runterfalle, ich habe ja nur noch die Hälfte an HP, da bin ich auf jeden Fall Matsch. Okay, dann schauen wir mal. Ein recht hoher Aussichtspunkt, würde ich sagen. Der höchste, nee, würde ich jetzt nicht sagen, oder? Wenn man, ich weiß halt nicht. Nee, das ist nicht der höchste. Oh. Okay. Okay. Hallo, jemand da? Nee? Okay. Okay, doch. Was? Der kommt dir bekannt vor? Wie kann ich ihn dir bekannt vorkommen? Der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt nun den Gonfaloniere. Der Kongress. Dann gehen wir mal zurück zu unserer Bude und gucken mal nach einem Geheimgang, wie wir. Okay. Och, meine Bücher, meine empfindlichen Meisterwerke. Zurück, ihr habt genug Unheil angerichtet. Ja, wir gucken mal mit unserer Fähigkeit, ob wir den Geheimgang finden. Denn wir sollen ja den Geheimgang mit unserer Fähigkeit finden. Okay. Habe ich da jetzt noch Glück gehabt, oder... Ablehnen? Habe ich jetzt echt ablehnen gedrückt? Was so eine Scheiße. Adler weist noch auf einen Aussichtspunkt hin. Oh. Cool. Voller AP. Lustig. Den Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Den geheimen Raum finden. Was haben wir denn da? Ist das irgendwas hier? Nö. Nur die Kiste. Okay, dann interagieren wir mal mit dieser sehr schön texturierten Kiste. Na, was haben wir denn da? Eine neue Kutte. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Jo, das stimmt. Aber warum sprichst du mit dir selbst? So. Um das Schwert zu wählen. Was waren da? Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Oh ja, das ist mein Kampfsystem, ey. Oh, und diese Kamera. Wie sieht's aus mit schweren Angriffen? Okay, das war ein Finisher. Nach unten. 4. 3. Okay, 3 ist schwer, das muss ich mir merken. Ich habe mehr Rüstung bekommen, mehr Leben bekommen. Okay, also die 3 ist schwer, die 4 ist hier kloppen und so.
Ich schätze mal, die 2 wird dann später die Klinge sein. Die einen fragen sich, was, die Klinge? Hä? Oh, okay. Ich sehe ihn! Lazu! Counter! Warte mal, das sind doch die Patsys, oder? Haben sie jetzt ernsthaft die Patsys mit mir angelegt? Na, das könnt ihr jetzt aber nicht mehr machen, ne? Muss ich da hoch? Mist. Gott, was für ein Gestank! Ja, aber. Will denn niemand hier aufräumen? Der kommt aber nicht von mir, ne? Kann ich denn dafür, wenn du da, ja, ne? So. Und ab. Jetzt! Hallo, hallo, hallo. Jemand da? Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Na, was war denn das für ein sehr komischer Mann? Hey, es ist hell geworden. Der Zwischenteil. Assassinenumhang erhalten. Aha. Ein Assassinenumhang. Was ist das? Oh, wenn wir schon gerade hier so eine Codex-Seite. Und gerade hier sind, dann nehmen wir sie mit. Bei Teil 1. Das war doch eine Feder. Bei Teil 1 hat man ja von Anfang an, wurde man ja belehrt, dass man halt Assassine ist. Dass man da. Warte mal, wurde man da großgezogen? Nee, ich glaube, man ist als. Nee, man ist ja in der Höhle gespawnt. Da wurde man halt direkt schon erzählt, dass man Assassine ist. Und hier in dem Teil, das finde ich ganz lustig, hier baut das erst auf. Du wirst. Man. Pazis. Man baut erst die Geschichte auf, wie überhaupt hier die Assassinen oder diese Assassine oder die Assassinenfamilie hier, ja, wie die entstanden ist und das alles. Das werden wir jetzt über die nächsten Tage, bei mir sind es Tage, Wochen, herausfinden, aufnehmen werde ich das und euch präsentieren. Befehl der Signoria wird auf den Handel mit importierter, unbearbeiteter Wolle eine Sondersteuer. Und dann werden wir auch sehen, was so alles abgeht, wie das überhaupt zustande kommt. Ja, das wird schon ganz. Die Einnahmen dienen dazu. Das wird schon ganz schön. Dann wird man auch die Unterschiede sehen zwischen den einzelnen Teilen, zwischen den grafisch als auch. Oh, das hat nicht jemand gesehen. Grafisch wird man sehen, spielerisch. Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Oh Gott, was ist das?
Aber Tetelo. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell.